Unser Bataillon greift das Getreidesilo mit Panzern an. Überall quillt Rauch hervor. Der Weizen brennt. Und es scheint, als hätten die Russen drinnen ihn selbst in Brand gesteckt. Es ist barbarisch. Das Bataillon erleidet schwere Verluste. Das sind keine Menschen da in dem Silo. Das sind Teufel. Weder Kugel noch Feuer können ihn etwas anhaben. Willi Hoffmann, 94. Infanteriedivision.